Mogi, Mogi, König der Masken. Alles, was er will, lässt sich erschlaffen. Niemand ist blüht, lässt der Schreck so groß. Lecker, lecker, Familie verschwindet prompt im Schoß. Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Mongo von Kanal Mongo Medial. Ich hoffe, euch geht's super an die Stelle, weil mir geht's oh wie over. Denn das ist mein erste sogenannte neu aufgenommene Video jetzt zum auf alte Kanal mit 6000 Mongo Medialen Freunden. Ich hoffe, alle, die jetzt auch hier in die Premiere dabei sind, ihr guckt auch fleißig wieder die alten Videos, die hier sind. Hier sind so viele Videos, die sind so geil. Und der Kanal braucht jetzt einfach wieder Schwung. Das ist ganz wichtig. Einfach alles durchlaufen lassen, liken und kommentieren. Auch die alten Sachen nochmal. Weil hier muss jetzt wieder in Gachomo rein, damit man das, wo der Monchichi kaputt gemacht hat, wieder so ein bisschen auffangen können, ne? Deswegen muss der Kanal jetzt hier wieder ein bisschen ballern. So. Damit der Kanal jetzt ein bisschen ballert, gucken wir uns heute nicht, ja, ihr seht jetzt schon hier, das ist jetzt hier nicht das, was wir heute gucken, sondern das möchte ich jetzt hier an der Stelle als mongomediale Watch-Empfehlung raushauen. Das ist unser lieben Pen-and-Paper-Drachenlord oder Medienlord, ne, wie man ihn nennt, mit dem Video Jean Dark Spandaus kleiner unerwarteter Rent. Das Ding geht 43 Minuten und ich will euch... Ich will euch mal so einen kleinen Ausschnitt zeigen an die Stelle, was euch da erwartet. Das Ding kann man sich von vorne bis hinten anhören. Das ist ein absoluter Knaller, ne? An die Stelle. So, jetzt los. Wartet mal, so, jetzt muss ich mal ganz kurz hier wegen der Katze. Warte mal, warte mal. Warte mal. Hier, warte mal. So. Ah, so, Leute, so, ne, das schneide ich natürlich raus, ne, ich muss wegen der Katze hier jetzt noch die Tür zumachen. So, also, lieben Leute, okay, wir schauen jetzt mal rein. Es geht natürlich um die sogenannte Shoyoka, die Pia, die ja immer wieder mal hier vom Pen and Paper Drachenlord abgekaspert wird. Und ich sag mal so, das war echt der witzigste Rent seit langem. Wie gesagt, wir hören einfach nur mal kurz rein. Es ist selbsterklärend. Okay, I get it, mag sein, aber dann, als ich heute diesen Stream aufgemacht habe, hey, also da bin ich ja wirklich rückwärts vom Glauben abgefallen, wirklich. Da hockst du mit einer verfickten Ancom-Fahne, mit einer verfickten Anarcho-Kommunismus-Fahne, mit sowas tief Politisches hockst du in diesem Scheiß-Stream, redest einerseits über das wahrscheinlich größte Kapitalismusfest neben Weihnachten namens Halloween. Pia, Halloween ist Inbegriff von fucking Kapitalismus. Das beruft sich ja nicht. Das hat ja nichts mit Jack-O-Lantern zu tun, mit dem es vielleicht mal was zu tun hatte. Der einzige Grund, warum man in westlichen Gesellschaften Halloween feiert, liegt daran, dass der amerikanische Kapitalismus dieses unglaublich profitable Fest exportiert hat. Und du hockst da vor einer scheiß Encom-Flagge, bei deren Qualität ich sogar sehe, dass sie ein verfickter Amazon 10-Euro-Schnapper war, zusammengenäht in irgendeiner scheiß Sweatshop-Fabrik in China, wahrscheinlich noch von irgendeinem Kindernäher. Da hockst du vor dieser Okay, Leute, das muss reichen an die Stelle. Also, Leute, ich kann euch sagen, ne, da in diesem Video wird die sogenannte linke Aktivistin dermaßen auseinandergenommen, dass es schon fast nicht mehr auf eins junge Kuhhaut geht. Ich lache mich kaputt. Was ist denn jetzt los? Jetzt ist das Bild viel zu groß. Also Leute, auf jeden Fall mal reingucken. Er nimmt sie komplett auseinander in einer Vehemenz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe davon aus, dass er war es auf jeden Fall in dem Moment. Aber
Er macht es halt super und das Beste ist an der Stelle, dass er es halt noch mit Beweisen unterlegt. Also das sind Dinge, ne? Das kann sonst nur euren Mongo von Kanal Mongo Medial, aber ich möchte da nichts, ich bin da sonst, also ich bin da nicht hier, ich kann das nicht, nein, ich bin zu blöd dafür. Das ist nicht meine Welt. Heute gucken wir uns lieber was anderes an, da freue ich mich schon drauf von unseren rostlichen Rentner. Ich habe nur das Thumbnail gesehen und haben sofort gesagt, Leute, das muss ich sehen, weil gruselig heute am ein, ich nehme das heute am 31.10. aus an Halloween, ne? Und habe ich mir gedacht, das sieht so gruselig aus, das passt ja direkt, da läuft es mir kalt der Rücken runter. Und ach so, ja, ich verlinke das von dem Pen and Paper auch noch unter dem Video einfach. Das ist einfacher für euch, ne? Dann lasst ihr, könnt ihr gleich, wenn ihr draufklickt und jetzt hier die Premiere verlasst, weil ihr euch das lieber anguckt, könnt ihr wenigstens nochmal ein Like da lassen für mein Video, ne? Für euren armen kleinen Mongo, ne? Ja. Okay, also gucken wir uns lieber den rostigen Rentner an. Katze, ja, du machst mich echt wahnsinnig heute. Weg da! Das ist unfassbar. Heute hat er einen Schlag. Ne? Also, heute gucken wir uns lieber den rostigen Rentner an mit dem Video. 3 Sterne, 6 Hackbraten in herzhafter Zwiebelsoße. Ich freue mich schon drauf, wie ihr Zwiebelsoße ausspricht, Leute. Rostis Geschmackstest. Ich gehe sowieso davon aus, dass wir kein Wort verstehen, aber ich drehe die Lautstärke trotzdem mal ein bisschen höher. Und ich würde sagen, jetzt aber ein bisschen leichtherzige Unterhaltung mit eurem Mongo-Medial-Kanal und Der das. Weihküken und damit recht herzlich willkommen beim Roasting-Kanal und zum weiteren Roasting-Geschmackstest. Ihr habt ja schon gesehen, um was es heute geht. Und zwar haben wir wieder ein Fertiggericht und zwar in der XXL-Version. Wir testen heute. Es geht nichts über 3-Euro-Gerichte. Ja, also besser als 3 Euro ist eigentlich fachlich nicht möglich, aber etwas besser sind 3-Euro-Gerichte in XXL. Mal gucken, was werden diese 6 Hackbraten kosten in herzhafter Zwiebelsoße? Wird es über 3 Euro gehen, weil es jetzt XXL ist? Von 3 Sternen. Ja. Von 3 Sternen 900 Gramm Hackbraten in herzhafter Zwiebelsoße. Da läuft es mir aber kalte Rücken runter. 3 Sterne. Ich kenne dieses 3 Sterne nur, weil die diese Aluschälchen anbieten mit diesem Schwabschischi und was es dann noch so gibt. Ne? Also oder vielleicht sogar auch Gulasch oder so, die man so im heißen Wasserbad erwärmen soll oder so. Die dann da so dieses fertige Zeug da haben, ne, wahrscheinlich auch noch so Büchsenzeug und so, das gibt's schon Jahrzehnte. Und Leute kaufen das ab und zu mal, so ist es nicht, ne? Aber jetzt hier 6 Hackbraten, also da muss natürlich jetzt hier, also. Und Kartoffeln sind auch dabei. Ei. Laut Bild sind da Kartoffeln dabei. Ich Na hoffe, dass gut. nicht nur Hackbraten dabei ist, sondern auch die Sättigungsbeilage. Ist natürlich nicht ganz billig, weil 900 Gramm und 6 Hackbraten. Also Leute, 6 Hackbraten. So ein Hackbraten hat ja locker, also auf jeden Fall keine 100 Gramm. Das sind dann so 80 oder 60 Gramm kleine. Das sind ja keine Hackbraten. Also Leute, für echte Leute wie uns, das sind das Frikadellen. Ne? Wie nennt ihr das bei euch? Mal wieder die Kommentarsektion anzünden. Ne? Wie heißen die bei euch? Bei uns heißen die Frikadellen, was ja auch richtig ist. Und naja, 900 Gramm, das wird halt nicht 900 Gramm Fleisch sein. Das ist dann halt, weiß ich nicht, 300 Gramm Fleisch. Der Rest ist Soße und vor allem halt jetzt die billigeren Kartoffeln. Na, bestimmt, bestimmt. Gab es aber bei Amazon für, gerade weil Prime Day war, Und? 20% reduziert. Aber trotzdem immer noch 6 Euro. 6 5,99 Euro. trotz 20% Leute, das ist ja doppelt so teuer wie das, was beim Roshi normalerweise auf dem Teller kommt, preislich. Also ich weiß nicht, ob man. Es ist natürlich. Ist heute irgendwie so Deluxe-Tag oder so? Was ist da los? reduziert. Wäre nicht möglich ohne meine Unterstützer. Ja, das ist ja geil. Mal gucken hier. Ach so, ei, jetzt Dann muss verstehe man das ich. machen.
Unseren Rosti hat mittlerweile eine Fangemeinde. Wahrscheinlich sind da auch einige von uns den mongomedialen Freunden dabei, die dort ihren Energieausgleich leisten. Lieber den Energieausgleich bei Mongo leisten, ne? Ist ja klar. Und deswegen stehen hier jetzt auch Pringles und hier diese asiatischen Lebensmittel, die werden ihm wahrscheinlich zugeschickt. Ne? Ist ja klar, wenn man schon jemand hat, der auf unnachahmliche Weise da am Fressen ist, dann schickt man dem auch was, ne? Übrigens, lieben Twitter-User, der wo da so mich angeschrieben hatte damals, ja, hier, wenn unseren Schonung aus Schweinfurt, ne, wenn der jetzt hier den Ofenkäse verkostet, den wir ihm geschickt haben, dann machst du auch ein Video, gell? Ja, wo ist denn der Ofenkäseverkostung? Ich habe bis heute noch nichts gesehen. Wenn sie da ist, gerne, aber ich habe sie nicht gesehen. Ne? Da musst du auch mitarbeiten. Ich mache hier nicht auf Zuruf. So, was ist jetzt hier los? Das ist hier wieder so eine scheiß Werbung. Hier bei dem scheiß Windows 10, da geht man links an den Rand und da kommt irgend so ein dreckiges Fenster. Wo ist denn ihr? Ja, wenn ich das Fenster aufrufen will, dann geht's nicht auf. Mit Werbung und mit meinen Aktiendepots und so ein Scheiß. Das will ich doch gar nicht haben. Ach, diese Technik. Egal. Wir packen mal aus. Ja. So sieht die Molumpe aus. Ach, sagt noch nicht viel aus. Na, ich sag mal jetzt so. Jetzt machen wir jetzt dann in die Mikrowelle. Ich sag mal so, ne? Müttergenesungswerk wird hier auf jeden Fall gut durchkommen. Habt ihr das schon mal probiert oder sagt dann, nee du. Dann lasse ich die Finger weg. Ich mach das jetzt in der Microwave. Ja. Ach Leute. Leute, jetzt wird's mir klar. Dem Mongo wird's klar. Der Mongo. Es ist natürlich nicht der Fehler von die Katz. Es ist der Fehler von unserem Mongo. Warum die so durchdrehen? Ich hab vergessen, die zu füttern. Beziehungsweise, ich fütter die ja jetzt dreimal. Aber das erzähle ich jetzt nicht warum, das ist ein längeres Thema. Und ich habe die jetzt noch gar nicht das zweite Mal gefüttert. Ei, Leute, deswegen ist er so nervös, ne? Und dann, okay, dann muss ich auch an der Stelle sagen, hat er recht. Die Tiere haben in der Regel, haben die oft recht, ne? Die Tiere spiegeln das Versagen des Menschen wieder, ne? Muss ich jetzt gleich hier nach dem Rostbraten, Hackbraten, muss ich gleich die Katzen füttern. Und wenn es fertig ist, sehen wir uns wieder nach einem kurzen Commercial Break. Das heißt, dranbleiben. Bis gleich. Kommt Werbung. So, Leute, fertig ist, ich hab's aus der Mikrowelle geholt, ich hab's nochmal... War da jetzt gar keine Werbung? Wo ist denn die Werbung? Nachgelesen, sind keine Kartoffeln dabei. Keine Kartoffeln? Das sind wirklich 900 Gramm. Aber ist da, wie viel Soße ist denn da drin? Und Zwiebel und so? Also nur der reine Hackbraten und die Zwiebelsoße. Und hat pro 100 Gramm von den 900... Ja. ...lediglich 140 Kalorien. Ach ja. Wie man sieht. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist viel Wasser dabei. Was wie die Größe von den Hackbraten? Ja. Gabel kommt zum Einsatz. Also ich dachte, das ist nur so eine kleine Frikadelle. Ja. Oh. Also das ist für mich kein Hackbraten. Schön sieht's aus, oder? Nee. Oder was meint ihr? Das ist für mich eine Frikadelle und noch nicht mal eine große. Das ist so eine mittlere Frikadelle. Schöne Größe. Ich würde sagen, hau mal rein, guter zusammen. Ne, jetzt möglich durch die Unterstützung von Roschische Kanal. Jetzt schlappert er da die Soße runter. Ei. Schöne Soße. Ja. Schön würzig. Ja. Gut abgeschmeckt. Und jetzt. Wie kaut er die? Wie beißt er die? Der bricht die ab wahrscheinlich. Ja, oh, das liebe ich ja total. Hallo? Ja, hallo. So sieht es aus, der Gerät. Schön saftig. Nee, also kein so hartes Brikett. Na gut, ich meine, das liegt ja die ganze Zeit in dieser Brühe da. Das ist auch ein geiles Foto jetzt, ne? Das ist doch was fürs Thumbnail, oder? Würde das sagen, ne? Das ist so unser Roschi-Rentner. Aber es ist echt witzig.
dass dieses Ding da, das liegt da irgendwie jetzt schon ein halbes Jahr in dieser Brühe da drin. Naja, dass das nicht trocken ist, davon gehe ich ja mal aus, ne? Und unser rostischer Rentner, also das, wie gesagt, ne? Das muss mir mal irgendeiner erklären, wie der das schafft. Der drückt das da, der petzt das ab wahrscheinlich nur, ne? Gebissen ist er ja nicht, ne? Das ist nur abgelutscht, ne? Aber in einer Geschwindigkeit, Wahnsinn. Jetzt aber! Guckt euch das an! Wie eine Popeye hier! Schön! Wunderbar. Ja, klasse. So wie ich liebe. Schon weg? Schönes, softe Frikadellchen. Ja. Auch nicht fad oder so. Sie haben einen schönen Geschmack. Ja. Liegen ja auch in der Zwiebelsoße, ne? Ach ja. Aber die Zwiebeln sieht man ja hier auf der Ding, ne? Was macht der denn da? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Guckt euch das mal Eine an. schöne, würzige Zwiebelsoße. Ja. Also kann man nicht mit mutzen Nee, oder meckern. Geht nicht, ne? Guckt euch das an. Zieht er sich jetzt alle sechs von den Hackbällchen da rein? Ja. Noch leichte Rose innen drin. Also wunderbar. Und vor allem schöne Größe, die sechs Dinger. Oh Gott. Wunderbar. Leute, da kommen noch viel, viel mehr klassische Bilder raus. Ich meine, der Preis ist zwar das nicht muss man ganz noch mal billig, sehen. Gerade wenn man den regulären nee, Preis das zahlt. Ist nicht billig, ne? Das ist nicht billig. 6 Euro für so 900 Gramm Pampe, das ist nicht... Aber das muss man jetzt noch mal gucken. Das ist einfach... Ich will auch nichts dazu sagen, wenn der sich jetzt gerade da das reinzerrt. Also wichtig ist, ne? Wir müssen ja lernen, ne? Wie man das jetzt am besten macht. Und wenn er sich jetzt hier dieses Ding da reinzerrt, wie er dann mit zwei, drei beherzten Kaumomenten das ganze Ding für sich einverleibt. Achtung! Noch leichte Rose innen drin. Achtung jetzt! Also wunderbar. Ja, ja. Und vor allem mal, wie viel das schöne ist. Größe, die sechs Dinger. Guck dich den an. Wunderbar. Wunderbar. Ich meine, der Preis ist zwar nicht ganz billig, gerade wenn man den regulären Preis zahlt, der dann doch schon über die 7 Euro kommt, aber für euch, was macht man nicht alles? Ist das der dritte? Ja, es ist der dritte, aber was ist denn das jetzt hier? Ist das jetzt der Inhalt, dass du jetzt hier die sechs Dinger da weg... Ja, ich muss schon sagen, atmest. Also kauen ist da nicht viel, ne? Obwohl, naja, wir wissen ja warum. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, ne? Das ist die sogenannte Fressvergesslichkeit, ne? Gib mir Schön deine die Soße Amore. Wäre ja schade um die Soße, ne? Oh, Leute. Leute. Während er da kaut. Leute, passt auf. Ich muss euch was zeigen. Ich sag euch, wie ist, ne? Ich bin unter den ersten 40. Das muss ich an der Stelle jetzt sagen. Damit hier keiner auf die Idee kommt, ah ja, hier Mongo, ne? Sondern, nee, es ist so. Ich bin... unter die erste 40 Abonnente, ne? Von neue Musiksensation. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, Leute, gib mir. Leute, es ist der absolute Traum. Der absolute Traum. Ich sag euch, wie ist. Ich unterbreche jetzt ganz kurz das Abschmatzen von unseren rostischen Rentner durch diese Musiksensation. Und ist mir jetzt auch scheißegal, ob dieses Video danach nicht mehr momentabilisiert ist. Die Boys hier, ich sag euch, wie ist, die werden der nächste heiße Scheiß. Das heißt Disco Amore, Amore Musikvideo. Und ich möchte nur mal ganz kurz anspielen, seit ich das gehört habe, ich sag mal so, ich bin komplett verrückt geworden, ja, ich habe mir direkt ein rosa Anzug gekauft und eine Entenbrille habe ich ja sowieso
Und ich bin einfach, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich bin einfach zu cool Mongo geworden, ja, als ich mir das hier angeguckt habe. Ne? Wie gesagt, Leute, lasst es einfach mal auf euch wirken. Gib mir deine Amore. Gib mir deine Amore. Gib mir deine Amore. Ich will mehr. Gib mir deine Amore. Der Blick. Amore. Die Augen. Gib mir deine Amore. Wie der mit der Kamera flirtet. Und also die gehören beide zusammen, ne? Der da hinten in dem mit der Brille und der da vorne, das ist das Duo, weiß ich nicht, Disco Amore. Wie gesagt, Leute, streikt das bitte nicht weg. Ich fand das so witzig. Und die haben auch witzige Shorts, wo sie einfach nur stehen und in der Welt rumtanzen zu diesem Lied hier. Ich fand das so witzig. Ich weiß nicht, ob ich bescheuere. Ich bin wahrscheinlich bekloppt. Spiel mal ein Stück vor. Deine Amore. Zu dir, du bist mi amore. Guck mal wieder, wie die gucken, Alter. Das ist Du weißt, ich verehr dich so sehr. Adorazione. Ach, Leute. Es wird langsam hell, doch wir tanzen wie zwei Atome. Und das Ding ist, ich wette mit euch, das kann mir keiner erzählen. Es gibt ja diesen anderen Bekloppten, der da die ganze Zeit Schlagermusik macht, oder Thomas Tulpe oder Rubbelsnuff oder wie die alle heißen oder Hagicht und so. Da gibt es ja so viele. Ne? Aber diese zwei, die haben einen Plan. Das ist alles auf einem hochwertigen Niveau trashig. Die Musik ist irgendwie auch gut, ein Stück weit, also die geht irgendwie, das bleibt so im Gedächtnis. Das ist gut gemacht. Und auch dieses Musikvideo, wo er halt hier vorne steht, im Hintergrund, er schmust mit der Katze, die schlechte Bildqualität, alles 4 zu 3, der Kamerazoom, dann kommt er mit nach vorne, singt mit und so. Der Hauptsänger ist gar nicht mehr richtig im Bild. Leute, das sind Leute dahinter, die haben auf jeden Fall einen Plan. Das ist auf jeden Fall richtig. Gib mir deine Amore. Na gut, das war auf jeden Fall jetzt unsere Amore. Leute, also das hat mich auf jeden Fall nachhaltig bereichert. Und auch, wie gesagt, wenn der Kanal Mongomedial bereichert ja die Welt. Aber wenn der Kanal Mongomedial auch mal bereichert wird, warum ist das denn hier falsch rum? Wenn der Kanal Mongomedial auch mal bereichert ist, dann kann der auch mal mitbereichern für euch. So, jetzt habe ich mich wieder richtig gestellt. Jetzt guck mal noch den Rest von unserem Roschtische Rentner. Ihr merkt, Leute, heute ist ein verrückter Mongotar. Ne? Heute sind verschiedenste Themen wieder. Finde ich eigentlich ganz witzig an der Stelle. Aber lasst uns weiter sehen, wie unser Roschtische das Bild, wie unser Roschtische Rentner weiter da reinschlingt. Ne? Ich meine, es ist bezahlt. 6 € hat es gekostet und jetzt muss es auch weg. Yummy. Also, ich bin begeistert, Ja. weil die Patties da, die Frikadellchen, sehen wirklich schön aus. Ja. Und dann noch in Zusammenspiel mit der Soße, die wirklich würzig ist. Ja. Verdammt lecker.
Ja, komm, auf geht's. 900 Gramm Frikadellchen und Soße mag dem einen oder anderen viel erscheinen. Für mich ist halt ein kleiner Snack für zwischendurch, ne? Aber ihr kennt mich ja mittlerweile. Schön viel Zwiebeln drin. Begeistert. Ja, da klappt's auch in der Nacht beim Aufwachen, ne? Gehört auf jeden Fall zu den Top Aha. Fertiggerichten, die ich jemals probiert habe. Wirklich. Das ist halt wirklich. Da müsste man jetzt halt wirklich mal hingehen. Mal original. Müsste ich das holen und müsste es einfach mal probieren. Nur mal um zu testen, wie schlecht der Rest war, den er sonst so gegessen hat. Oh, nur noch ein Frikadelfe. Ja, genau. Frikadellchen. Das ist kein Hackbraten. Und dann hat man halt einen Oder Hab. auch wenn sie dann hier hinschreiben, ne? Hier, Nudelsoße für vier Personen. Am Arsch. Was sind das denn für vier Personen? Sind das vier Mäuse oder was? Also. Haufen Soße übrig. Ja. Was macht man denn damit? Ja, du. Trinkst du die jetzt noch? Trinkt der die jetzt? Wunderbar. Ja. Ich bin halt gierig, ich kann auch nichts dafür. Du siehst aber nicht gierig aus. Aber jetzt mal ernsthaft, der hat die schon da einfach so weggezerrt, ne? Allerdings ist halt auch ohne Genuss, ne? Das sind einfach mit der Gabel da so rausgefischt. Hat kein, weiß ich nicht, keine Beilage dabei, kein Stück Brot dabei, keine Zeit gelassen. Ist einfach nur weggezerrt, ne? Also, ich weiß nicht. Wenn man schon sowas Feines daheim hat, Wirkt. hätte er doch mal sein Tetra-Pack Rotwein aufgerissen daneben. Wie lecker. Schlappern wir noch die Soße. Ja, jawohl. Ach, guck mal, hier Zwiebelsüppchen ist auch noch dabei. Ich weiß, für den Preis ziemlich teuer. 6 Euro. Aber würde ich auch so nie kaufen. Das mache ich ja nur für den Geschmackstest. Er hat gesagt 3 Euro, oder? Das ist so die Schmerzgrenze. Und wenn es dann noch schmeckt und kein Fail ist, dann ist er umso besser, oder? Also die Frage ist, ich meine, er hat ja auch erzählt, dass er so gut kochen wird, oder hat er mal erzählt, er wird kochen und dies und das und jenes, ne? Warum macht man denn dann einen Kanal mit Fertigfraßtests, wenn man doch weiß, was gutes Kochen ist? Also, weiß ich nicht. Gib mir deine Amore. Soße ist reichlich dabei. Gib mir deine Amore. Jetzt vielleicht noch ein paar schöne Wellenschnittpommes Gib mir und dann mit der die Soße über die Pommes, das wäre jetzt geil. Deine Oder Amore. einfach klassische Bratkartoffeln. Ja, aber man kann es aber auch so aus der Schüssel löffeln. Guckt euch das an. Ist das hier Abendspeisung oder was? Ist das hier Obdachlosen Ist noch ein Foodtrinken? bisschen was drin. Das werde ich aber erst. Ja, Leute, ach so, ganz an die Stelle, jetzt habe ich es ja schon ein bisschen rausgehauen. Das wird auf jeden Fall jetzt hier die neue Ausrichtung von Kanal Mongo Medial. Wir machen Foodtests mit Obdachlosen. Wir kaufen den dümmsten Scheiß. Ich meine, ihr habt es ja auch fast verstanden hier mit Rosti, ne? Damit haben wir euch ein bisschen angefixt. Dieser Kanal wird jetzt ein Social Eating 67 Kanal und euer Mongo präsentiert dann die runtergerobbtesten Obdachlosen und Crack-User aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet bis oben nach Donaueschingen, hoch nach Schlitschowischelitsch, hier Thüringen, Tübingen, Erlangen und so weiter. Bonn, Braunschweig, da soll es auch so ein paar Gestalten geben, die gerne was fressen, sich rein, die jetzt aber seit Tagen nicht mehr online sind, weil Kanal Mongo Medial gewonnen hat, wie immer. Und
wir machen dann so Food-Tests, wir kaufen, und das wäre halt mal, das ist halt Social Eating for Justice, ne, Obdachlose, und die testen das dann, ne. Und auch geplant sind Biertests natürlich, ne, und Bumfights, ne. Noch im Nachvideo schlürfen, sonst geht das Video wieder zu lang. Ja. Kommen wir mal zur Punktevergabe. Ah ja, klar. Apropos, Leute. Für diese 3 Sterne. Damit, ja, danke. Unter dem Video, wie gesagt, ich verlinke euch das Amore, ne, unter dem Video und auch das vom Pen Paper Kanal. Und ich muss jetzt auch mal hier die Videos auf Original verlinken, ne? Dann mache ich das vom Rosti mit dem Hackbraten auch noch dabei, falls ihr nochmal das Rezept nachkochen wollt, dann machen wir alles drunter. Ist wieder ein Mehraufwand für mich, ich weiß, aber was macht man nicht alles? Gib mir deine Amore! 6-mal Hackbraten, ja, in herzhafter Zwiebelsauce, 900 Gramm, war im Sale hier, Prime Day mäßig, ja, für 5,99 Euro zu haben. Was ein ziemlich stolzer Preis ist, aber für euch mache ich das ja gerne. Von 10 möglichen rostigen Geschmackspunkten bekommt die von mir hier. Oh oh. Gerade weil sie so teuer sind, gibt einen kleinen Punkt Abzug. Und wenn jetzt noch ein paar. Moment. Es heißt Geschmackspunkte. Es heißt nicht Gesamtpaketpunkte. Oder Preis-Leistungs-Verhältnis-Punkte. Ich muss an der Stelle vor dem Schonungen aus Schweinfurt Schwurgericht. Sebastian Schulz Schonungen aus Schweinfurt Schwurgericht. Muss ich Urteil einlegen. Urteil, Einspruch. Kartoffelchen dabei gewesen wären, auch wenn es nur so Würfelchen wären, für 6 Euro wäre es top. Ansonsten sehr, sehr solide. 8 rostige Geschmackspunkte. Oh, d'accord? Oh. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Oh, ja. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet, ja, auf meinem Rosti-Kanal. Ich weiß es nicht. Macht euch was Leckeres zum Essen. Ja, was denn zum Beispiel? Ist das Leben vor allem mit selber gemachtem Essen. Oh, wir sehen uns dann bei irgendwas demnächst halt. Das ist so wie der Rainer, ne? Naja, ich kaufe ja nur beim Metzger, ne? Also beim Biometzger um die Ecke. Also direkt vom Hofladen eigentlich, ne? Also ich hand die Tiere da, ich pflege die auch, ne? Ich streichle die dann tot und kenne die mit dem Vornamen, ne? Aber jetzt fürs Video han ich halt hier das Ja-Würstchen, ne? Okay, Leute, also das war der Roschische Rentner. Wie gesagt, ich weiß, dass viele Freunde vom Kanal Mongomedial und Mongomediale Freunde der Lebensschule und der spirituellen Erweiterung, dass ihr auch beim Roschische Rentner auch jetzt gerne mal zuguckt, auch außerhalb von die Mongotare. Und ich kann es nur nochmal sagen, weil es auch ab und zu mal in den Kommentaren geschrieben wird, dass bei dem einen oder anderen Prokatonisten, da wird dann geschrieben, ja, ich weiß nicht, also ich finde den eigentlich ganz sympathisch, ne? Also, ich weiß nicht, ne? Finde ich jetzt ganz sympathisch, warum man da jetzt hier so, ne? Also Leute, ne? Also, da muss man da jetzt auch, muss man, also ich finde, ich gucke den auch jetzt privat ganz gern so, ne? Das finde ich schon ganz gut so, ne? Ja, Leute, das ist ja auch die Idee hinter dem Kanal Mongomedial. Hier geht's nicht, also, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Ja, wahrscheinlich aus anderen Hassgames, ne? Aus Hassgames. Oder vom Drachenlord, ne? Oder hier vom Ofenkäse, der immer Hass und Hetze, ne? Hass verbreitet, ne? Hass und Hetze, ne? Leute, es geht nicht darum, Leute fertig zu machen, in den Suizid zu treiben oder, ne? Sondern es geht einfach um Lachen. Ja, und ein wichtiger Aspekt von unserem Kanal Mongomedial ist ja auch, dass die Prokatonisten ein Stück weit auch sympathisch sein können. Ne? Es gibt Prokatonisten, die sind komplett unsympathische Kackspasten, ne? Und deswegen kommen die auch nicht mehr auf den Kanal, weil so ein bisschen Menschlichkeit,
Ne? Das muss auch hier drin sein. Und das ist auch der Grund, warum ich keine Videos mehr über die Shoyoga mache. Ne? Mache ich nicht mehr. Ich habe, wie viele Videos über die Shoyoga schon gemacht, ne? Vor einem halben Jahr ungefähr. Und mache ich nicht mehr, weil die kein Herz hat. Ne? Die hat kein Herz. Die hat zwar ordentlich Ohren, aber kein Herz. Ne? Kein Herz. Ne? Deswegen mache ich keine Videos über die Shoyoga mehr. Dann müsst ihr hier zum Pen and Paper Drachenlord gehen. Frage ich mich sowieso, wie der das aushält. Also jetzt mal ohne Spaß. Ne? Jetzt mal Spaß auf die Seite. Ich könnte das nicht. Katze, jetzt, ich komm doch gleich. Ich bin doch gleich fertig. Ich könnte das nicht. Dieses hasserfüllte, dumme Gelaber von die Shoyoga anhören. Das könnte ich nicht. Und Leute, ihr wisst, was ich hier, mit was ich mich hier beschäftige auf dem Kanal Mongomedial. Ne? Aber der Shoyoga, der ist mir zu blöd. So, und jetzt noch einen schönen Abend, euren Mongo von Kanal Mongomedial. Und wenn ihr auf die Kanäle geht, auch hier bei Amore und beim Pen Paper Drachenlord, dann lasst auf jeden Fall ein Gruß von und euren Mongo da, dass ihr da seid, um Mongotare zu machen und was. Ne? Bis zum nächsten Mal. Gib mir deine Amore. Amore, gib mir deine Amore.